Ah, und mit diesem Sonnenaufgang begrüßen wir beide zurück zu Stadis, nicht wahr? Joa. Schön, mal die Sonne geht auf. Also bei mir ja. Ja, es sind nur Steine vor. Ich war offscreen in der Base, habe Sachen geholt. Wir können hier also wieder ungefähr 50 Millionen Folgen bleiben und weiter ausbauen. Wer freut sich auch? Ich weiß, ich freue mich nur alleine. Müssen viel ausbauen. Die Blöcke habe ich in die nach hinten gesetzt. 1, 2, 5. Sollte das ja hier auch reichen. 3, 4, 5. Brauche ich hier drüben nämlich genau die gleiche Größe wie auf der anderen Seite. Rege mich über diesen Stein hier auf, dass der mir so frech im Weg steht. Nein, nicht. Ah, so viel fliegender Beton. So, so schnell kann man eine ganze Stadt bauen. Dann brauchen wir Wände. Hierhin. Einmal dahin, einmal dahin. Damit wir das hier bauen können. Moment. Ich könnte auch nur das bauen, aber das würde blöd aussehen. Also bauen wir das. Dann führen wir nämlich. Lass mich überlegen. Lass mich überlegen, lass mich überlegen, lass mich überlegen. Können wir jetzt echt beide hier rein? Ich weiß nicht. Eins könnte eigentlich schon reichen. Bin mir gerade nicht sicher, was wir hier drin überhaupt bauen. Auf jeden Fall führen wir zwei Spuren hier rein. Das sind die beiden Eisenspuren, die hier folgend Blättchen und Stängchen machen. Und es ist sogar so hoch, dass man mit einem Auto hier easy drunter durchfahren kann. Bin ich nicht ein Genius, habe ich alles vorher geplant. Ja. Habe ich halt wirklich. Ich habe das halt wirklich geplant. Glaubst du mir das etwa nicht? Gemeinheit. So, Produktion. Wir brauchen Konstruktion. Dafür brauchen wir schwere Eisenplatten. Das ist das Einzige, was ich natürlich nicht dabei habe. Gut, dass ich so viel Zeugs dabei habe, um diesen Schrott zu bauen. Gut, dass ich 4000 Schrauben bauen könnte gerade. Ach Gott, ey. Mal, wie viel brauche ich für ein? Nein, ich will ihn noch nicht bauen. Ja, 3 Stück. Okay. 15 kann ich gerade bauen. Das sind verstärkte. Ich will die Alternativen gerade bauen. Dann kann ich mehr bauen. Das sind besser. Zehn, 13, 16, 19. Sollten erstmal reichen. Hier, Konstruktor. Dann muss die erstmal hier runterbringen. So geht's schon mal los. Da, da und da. Nein, warte, ich brauche nur 2. Ich könnte den dritten bauen, möchte ich aber nicht. So. Ich könnte ich den dritten halt auch darüber bauen und den einfach drüben rauslaufen lassen. Ah.
überlege ich mir denn gleich. Verdammt, ich weiß nicht. Halt ein Problem geben im Nachhinein. Das wäre ja ungefähr auf der gleichen Höhe. Na komm, ich mach das gleich so. Das ist halt auf der gleichen Höhe. Lass ich die einfach nebenan rauslaufen. Muss ich hier nicht rumpuzzeln. Und es sieht cooler aus. Und dann ist das Fenster benutzt. Die beiden gehen auf jeden, bleiben auf jeden Fall hier drin. Und zwar hinten laufen. Oh, ich kann sie auch in einen Splitter teilen. Könnte ich auch machen. Dann könnte ich jeweils zwei Geräte damit füllen. Frage ist nur, ob das reicht. Aber könnte, müsste, sollte. Das heißt, ich brauche hier zwei Splitter. Erstmal muss ich die Zeuge überhaupt auf den Boden kriegen. Oh, das sollte hier reichen direkt. Dann sind die zwei ja klar, dass das so nicht funktioniert. Weil eigentlich ist das eh blöd. Wir bleiben so hoch. Eh, Splitter. Splitter, Splitter. So, Splitter 1. Natürlich wieder nicht mittig. Warum schaffe ich es nicht, Splitter mittig zu setzen? Keine Ahnung. Was ist denn da los, ey? Mist, reicht nicht. Das war ja klar. Ach, verdammt. Das heißt, wir müssen ihn einmal hier machen. Den müssen wir dann woanders lang setzen. Besten Stück weiter weg. Das passt sonst alles nicht. Den lassen wir hier reinlaufen. Genau. Haben dann drei Linien hier. Mal kurz gucken, wie wir hier überhaupt rumkommen. Da kommen wir rum. Da kommen wir rum. Dann brauchen wir noch einen Splitter. Gerade nicht reicht das. Das ist das, glaube ich, sogar schon zu viel. Wa? Ja, das ist schon zu viel. Das könnte wiederum zu nah sein. Ist auf jeden Fall zu nah. Muss eins rüber. Also da. So. Ja, jetzt funktioniert's gut. Hier haben wir die sechs Ausgänge. Dann brauchen wir das einmal hier. Und das. Einmal da. Finden wir den hier, das hier, das hier, das und das nach da. Genau. Haben wir das da. Ah, es ist viel zu viel, ey. Aber was will man machen? Was will man machen? Mal gucken, ob das so passt. Einmal hier. Das passt jetzt nämlich hier drüben nicht mehr. Verdammt.
Ja, dass das hier passt, ist schön und gut, aber es passt alles da nicht mehr. Ich muss das, glaube ich, noch mal weiter zurücksetzen. Hier passt es hier dann jetzt noch? Ah, oh, hier passt es genau um eine Stelle nicht. Ich krieg ja die Krise. Ich glaube, ich habe noch eine lila Schnecke gefunden, aber ich komme da nicht ran. Muss ich ein Stück zurücksetzen? Scheiße. Muss sie holen. Hol sie. Pflicht. Das ist ein Pflichtprogramm. Ja, das Ding ist, man kommt halt wirklich nicht ran, ohne zu fliegen. Dann denkt ihr Flügel? Man könnte es mit einem Fallschirmsprung versuchen, von einer höher gelegenen Position. Hä? Aber ich habe keinen Fallschirm mit. Vielleicht passt das doch. Das machen wir mal weg und mir juckt verdammt das Ohr. So. Dann machen wir das so. Dann machen wir den weg. Den weg. Ich will das nicht so bauen. Dann machen wir das Ding genau hier ran. Ist das irgendwie schon wieder schief? Das geht nach außen. Hast du doch alles. Das heißt, ein weiter weg. Selbst das muss bei mir so symmetrisch sein. Es muss. Jetzt ist es einigermaßen symmetrisch. Damit kann ich leben. Muss ich nicht, aber kann ich. Dahin. Oh, bitte passe hier noch hin. Passt hier hin. Aber gerade mal so, alter Schwede. Freiheit. Bist schon wieder tot? Nein, ich habe mich aus einem Baum rauslegen müssen. Okay. Das kommt hier hin. Das kommt dahin. Ah, hier ist die Höhle, die ich mal gefunden habe, wo ich auch nicht weiß, wie man da reinkommt. Das dort. Dann so und dann passt das. Okay. Das sieht doch alles ganz gut aus. Ein Traum. Ich muss dir wirklich sagen, ich baue hier einen Traum von Maschine. Naja, wohl eher ein Albtraum von Maschine. Eine ganze Höhle, die nur auf ein Artefakt aufbaut. So. Dann haben wir hier diese Sachen. Die müssen jetzt wieder raus. Das sind jeweils Grund. Baut man etwas aus Eisenplatten roh? Irgendwas? Ja, ich meine wirklich nur aus Eisenplatten. Achso, nur aus Eisenplatten. Nur aus Eisenplatten. Ich gucke gerade und sepp gerade durch überall, aber ich glaube nicht. Wirklich nur aus Eisenplatten baut man nichts. Mist. Denn ich habe jetzt Rohmaterialien werden verarbeitet in einem Dreiersplit. Diese Dreiersplits, davon gehen jeweils zwei Stück in eine weitere Fabrik. Daraus wird einmal jeweils als Zweiersplit Eisenplatten und als Zweiersplit Eisenstangen gemacht. Eine Eisenstangensplit verarbeite ich zeitgleich zu Schrauben. Dann haben wir Stangen, Schrauben und Eisenplatten. Alles in einer Fabrik. Frage ist, was mache ich noch mit dem restlichen... Nee, Moment, ich weiß, was ich daraus machen kann. Wir werden die Schrauben noch einmal splitten, dass wir zwei Schrauben haben, lassen eine Schraube ableiten, die andere Schraube mit dem übrigen Eisenplatten zusammenlaufen und daraus verstärkte Eisenplatten machen. Das könnte man machen. Braucht mehr Platz. Das wird nicht reichen. Das wird nicht reichen.
Das heißt, ich muss das hier wieder rausführen lassen. Ach, du meine Güte. Obwohl, ich könnte hier noch jeweils hinter eine Fabrik bauen. Die lasse ich weiterlaufen. Da lasse ich Schrauben machen. Genau, ich packe hier eine Fabrik hinter direkt. Geht das, wenn ich das direkt so dahinter baue? Ja, das geht. Sehr cool. So, dann wären da Stangen, hier Schrauben. Also ich, nee, ich glaube, ich baue die besser da hinten hin. Dann kann ich hier nämlich schon mal nach oben bauen. Kann ich da schon mal nach oben bauen? Baue ich hier hin? So, weil dann kann ich hier schon mal nach oben. Reicht das von der Entfernung? Ja, das reicht von der Entfernung. Ist mir aber irgendwie... Eigentlich muss es so. Stört ihr auch nicht weiter. In die weiter. Genauso wie der da. Und hier sind Eisenplatten, die so raus. Ne, Moment. Und Moment. Genau, ich brauche nämlich einen Manufaktor. Den muss ich erstmal irgendwie bauen. Da, jetzt habe ich das Schnellding. Kabel habe ich genug. Ich brauche ein Stück. 3, 4 und ich brauche modulare Rahmen 3 Stück. Habe ich nicht genug, weil ich mehr verstärkte Eisenplatten brauche. Eisenplare Rahmen. 3 Stück. Kriegen wir. So, haben wir. Heißt, wir haben... Alter, ist das Ding groß. Was zum Teufel? Weißt du, wie groß so ein blöder Manufaktor-Dings hier ist? Der ist einfach zweimal so groß wie, eine, wie ein blöder Constructor. Huh. Alter. Das sieht aus wie ein Stargate. Oh Gott. Oh Gott, und das wird nur, das macht nur ein so ein Ding, ey. Okay. Überlegen. Hier vom Schräubchen raus. Schräubchen, Plättchen, Stänkchen, Plättchen. Einmal Stange, einmal Platte muss raus. Das sollte gehen. Lass mir ganz am Ende rauslaufen. Stören die nicht weiter. Lassen wir da oben raus. Ich hier. Aber ganz am Ende. Das heißt, die können weg. Was zum Teufel habe ich gerade gelöscht? Bin nicht sicher. Irgendwas habe ich gerade gelöscht, aber ich weiß nicht was. Oh. Ich bin mir absolut nicht sicher, was ich gerade gelöscht habe. Irgendwas hier hinten. Aber hier sieht alles gut aus. Ich hoffe, ich habe da nichts gelöscht. Denn meine Kunst im Bauen, ne, besteht daraus, ich weiß zwar, wie ich das bauen möchte, ne, aber frag mich denn nicht, wie es funktioniert. Es funktioniert halt dann. Wie funktioniert das? Das ist irrelevant. Hauptsache, es funktioniert. Ach ja, ich muss ja auch noch die Schraubeneimer splitten. War ja noch was. Heißt, ich brauche sowieso nochmal einen Splitter. Der muss hier hinten am besten. Reicht das, wenn ich den hier habe? Hier passen, aber nicht hier hinten. Dafür muss er noch ein Stück zurück.
glaube ich. Ja, hier könnte er ganz gut passen. Ja, hier passt er. Okay. Und hier können wir eigentlich daran bauen, aber es sieht irgendwie nicht so gut aus. Heißt, und das hier nochmal ab. Und das hier hin. Und das da. Das Ding dann hier anbinden und das Ding hier anbinden. Nur um dann das hier ran zu machen. Ja, damit kann ich leben. Moment. Das macht keinen Sinn. Das macht gar keinen Sinn. Warum will ich beide Schraubenlinien da rauslaufen lassen? Eine Schraube muss doch hier drinnen bleiben. Gott! Ach ja, man muss ja den alternativen Plan ja noch erforschen. Na gut, dass ich noch nicht so weit bin. Genau, die Stangen müssen nämlich raus. Nicht das andere, die Stangen müssen weg. Also die müssen hier hochgeforscht sein. Wenn ich das hier nochmal wegmache, kriege ich die vielleicht direkt so hoch? Da kriege ich sogar, nice. Die kriege ich leider nicht direkt so hoch. Wäre zu schön. Müssen so schräg bleiben, das gefällt mir nicht. Oh, vielleicht kriege ich die so hoch. Ah, sehr schön. Aktueller Meilenstein. Alles klar, Lennart. Viel Spaß dabei. Warum? Keine Ahnung, ist das viel, was du gerade brauchst? 100 Eisenerz und 100 Kohle. Ist das nur Eisen, ja? Okay. Ich dachte, das ist was anderes. Sah so mysteriös aus. Nehme ich einfach eben schnell direkt vom Band. Ja, die beste Möglichkeit. So. Und damit ist wieder die Folge zu Ende. Wir haben heute viel geschafft. Und doch irgendwie nichts. Aber das wird sich alles noch ändern. Ja, doch. Das sieht schon ganz gut aus hier. Also, wann sehen wir uns wieder? Jo. Dann, wenn es soweit ist. Nächste Folge musst du sagen, das musst du noch üben. Ne. Das musst du noch üben. Also, bis zur nächsten Folge.